Der Anhänger eines silbernen Mercedes-Kombi geriet heute Nachmittag gegen 15 Uhr auf der A45 in Schleudern und überschlug sich auf Höhe des Rastplatzes Kaltenborn. Der Fahrer hatte mit dem Anhänger ein Auto transportiert. Das Fahrzeug war abgerutscht und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Die Autobahnpolizei sowie die Feuerwehr Lüdenscheid rückten aus. Mit vereinten Kräften und den Mitarbeitern von Straßen NRW gelang es schließlich, den Pkw wieder auf die Räder zu bugsieren. Sowohl der Anhänger, das Zugauto als auch das transportierte Fahrzeug wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und so konnten Rettungswagen und Notarzt schnell wieder abrücken. Weil die Autobahn zwischen den Tagen nicht so stark frequentiert war, entstand nur ein Stau von 4 Kilometer Länge in Richtung Norden.